Dieses Video wollte ich an die jüdische Allgemeine schicken und wisst ihr was? Schaut euch einmal das Video an. Ich hatte es fertig, wollte es dann an sie schicken. Jetzt mache ich es nicht. Die Gründe erfahrt ihr nach dem Video. Sehr verehrte jüdische Allgemeine, ich kontaktiere Sie wegen diesem Beitrag von Virologen Streeck. Das ist ein Beitrag von vielen, wo ich ein Aufschrei der jüdischen Community wahrnahm, dass man also die damaligen Zustände bei der Pandemie, die einen sagen Pandemie, die anderen Plandemie, vergleicht mit der damaligen Judenverfolgung bei der Pest und dann im Zweiten Weltkrieg. Und da gab es immer wieder dann auf der einen Seite sehr heftige Reaktionen, wie kann man das nur vergleichen? Auf der anderen Seite hatte man das Gefühl, dass diese heftigen Reaktionen immer nur dann stattfanden, wenn es aus gewissen Mündern kam. Wie ist das gemeint? Ich blende mal hier einen Clip ein. Im 14. Jahrhundert ist jeder Dritte an der Pest gestorben. Das war aber auch gleichzeitig der Beginn des Antisemitismus, der Judenhetze in Europa. Weil damals ist genau die Verbreitung der Pest den Juden in die Schuhe geschoben worden. Das ist genau die schmutzige Art und Kampagne, die sie jetzt gegen die Flüchtlinge nehmen. Das ist der neue Antisemitismus. Statt die Seuchen zu bekämpfen, schieben sie, doch, genauso hat der Antisemitismus, die Juden sind angeschuldigt worden, sie würden die Pest verbreiten. Genau das Gleiche machen sie heute mit den Flüchtlingen. Sie müssen mir nicht erklären, was hier pure Hetze ist. Das erleben wir bei Ihnen jeden Tag. Auch wenn man demokratisch gewählt ist, berechtigt das nicht, hier jede Lüge und Hetze zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob Sie auch bei Karl Lauterbach Stellung bezogen haben oder nicht. Mir ist es zumindest entgangen, dass also jemand, wenn er diesen Vergleich heranzieht und er gehört zur richtigen Seite, ist unangetastet. Wenn den Vergleich jemand macht, der nicht zur richtigen Seite gehört, dann wird er mundtot gemacht. Wir hatten das ja schon auch mit der Frau Baerbock, die also das Nazi-Regime in der Ukraine lobte. Ich glaube, diese Aussage war von ihr, dass sie gesagt hat, das Hakenkreuz wurde durch das ukrainische Regime wieder salonfähig gemacht. So in dieser Richtung. Auch da vernahm ich keinen Aufschrei. Aber wieso mache ich Ihnen jetzt dieses Video? Es geht mir jetzt nicht um diese beiden Gruppen und um festzustellen, wieso man bei einer Gruppe aufschreit, bei einer anderen nicht, sondern es geht mir darum, dass ich diese Gräben, die zwischen in der Gesellschaft entstanden sind, dass ich die begraben möchte, damit wir alle miteinander friedlich leben. Christen, Nichtchristen, Juden, Nichtjuden, Moslems, Nichtmoslems. Weil das Letzte, was ich mir wünsche, ist ein Krieg und oder eine nächste Pandemie. Zur Pandemie komme ich noch. Ich werde in dem Video mich als Gedankeninstrument verwenden, weil es für die eine Gruppe dieser Vergleich Judenverfolgung und Plandemieentwicklung, weil es für die eine Gruppe so unvorstellbar ist, wie man das vergleichen konnte. Und ich habe das Gefühl, dass es da einfach einen Mangel gibt an Information, einen Mangel vielleicht auch an Empathie und dass so Missverständnisse entstehen. Sie wissen alle aus der Soziologie, dass es immer in der ersten Phase bei der Herbeiführung eines Krieges oder von Unruhen um die Entmenschlichung geht. Diese Entmenschlichung dient dazu, um das Opfer aus dem sozialen Umfeld zu verdrängen, von der Familie, von den Freunden, von Arbeitsplatz. Damit wird das Opfer verletzlich, es wird angreifbar. Sobald man einen Menschen als Sektierer, Schwurbler, Corona-Leugner, Nazi,
tituliert, verliert dieses Opfer sein Menschenbild. Diese Stigmatisierung schafft die Voraussetzung für die weitere Verletzung von Menschenrechten. Die Entmenschlichung dient dazu, künftige Verbrechen zu rechtfertigen und das Gewissen und die kritische Betrachtungsweise der Bevölkerung zu betäuben. Das heißt, man kann sagen, die Entmenschlichung ist das Heranführen der Gesellschaft an künftige Verbrechen. Ich könnte Ihnen jetzt die verschiedenen Clips einspielen, wo österreichische, aber auch deutsche Politiker über Ungeimpfte sprachen, wie wenn sie ein Blinddarm wären, wie wenn sie unnötig wären für die Gesellschaft. Man Ungeimpfte auch beschimpfte und man vor allem 21 begann, Hygienelager zu bauen. Ich habe Ihnen hier eine Seite gesichert. In Kanada will man unkooperative Bürger in Corona-Lager verbringen. September, 9. September 2020. Die offizielle Seite der australischen Regierung, leider jetzt gelöscht, wir haben das damalige Dokument und den Brief gesichert, gab einen Brief heraus, wo sie die Bürger darauf vorbereitete, nicht geimpfte Menschen in Quarantänelager zu verfrachten. Auf Twitter findet man noch die Beiträge 8. Oktober 2021, wie man hier Quarantänelager sich vorstellte. In der Welt findet man, das war ein Artikel vom 25.08.2021, Non-Covid, das wahre Gesicht, wo es auch um solche Lager ging. Leider Gottes wird viel gelöscht, zum Beispiel hier bei der Tagesschau ein Artikel. Einige Sachen haben wir gesichert, zum Beispiel hier vom WDR, Zwangsunterbringungen für Corona-Verdachtsfälle in der Stadt Menden, wo man sich also darauf vorbereitet. Es gab von Politikern Clips wie diese. This is a commitment by the Wagner family working with the Queensland government to say to the people of Queensland, we want to keep you safe. And the best way to keep you safe and to keep Delta out of Queensland is to build as quickly as possible a regional quarantine facility. I have listened to Queenslanders. I know how much they support a regional quarantine facility to be in Queensland. They want their community kept safe. That's what they're saying to me, and we are delivering it. This is a race. We are up against a highly infectious Delta variant that's sweeping the world. We don't know what's next. We need to get these facilities up and running. And everybody has seen how successful Howard Springs is. Das heißt, versetzen Sie sich einmal in diese damalige Atmosphäre für die, die sich nicht haben impfen lassen. Für die war es nämlich keine Pandemie, sondern eine Plandemie. Und versetzen Sie sich, was sich hier in der Welt getan hat. Und jetzt komme ich zu meiner Person. Ich bin in Österreich zum Nazi verurteilt mit 50 Jahren. Ich bin ein lebender Beweis und wenn ich Ihnen das erzähle, geht es mir nicht um mein persönliches Schicksal, weil da gibt es da draußen noch viel schlimmere Schicksale, aber ich kann darüber sehr gut reden, weil ich es an eigener Haut erfahren habe. Ich war bis zu meinem 50. Lebensjahr unbescholten. Ich hatte nie etwas mit Parteien, mit Burschenschaften, mit. Ich war oder bin beschäftigt, eine Zahnarztpraxis zu leiten, zu führen. Ich durfte in Österreich eine der größten Zahnarztpraxen aufbauen. Wir sind auf über 700 Quadratmeter, 20 Menschen, die sich um das Zahnleidende bemüht haben. Ich begann, wie das mit Corona losging, dann Vorträge zu halten über das PCR-Verfahren. Jeder, der von einem PCR-Test spricht, weiß nicht, was das PCR-Verfahren ist. Und das war mein Einstieg in den Corona-Aktivismus. Ich habe als junger Molekularbiologe hunderte PCR-Verfahren gemacht. Und man kann wie mit einer Kopiermaschine nicht etwas suchen, sondern das PCR-Verfahren wurde als Kopiergerät entwickelt für Molekularbiologen, dass sie genetisches Material vervielfachen können. Unproblematischer als bis vor der PCR.
Wie bei einem Kopierer bekomme ich unten immer das raus, was ich oben hineinschütte. Somit kann ich natürlich nicht etwas suchen. Ich hielt vor 4 Jahren einen Haufen von Vorträgen, um die 200. Und plötzlich durfte ich, aufgrund dieser Vorträge nehme ich an, diese Entmenschlichung an eigener Haut fühlen. Das heißt, ich wurde in Blogs wie Stopp die Rechten oder das DÖW, welches eigentlich als kommunistische Tarnorganisation verurteilt wurde, sich aber gibt wie eine Antisemitismuswache, wurde ich plötzlich tituliert als Belski gibt Vorträge von Rechten. Belski, es war kein Herr, es war kein Herr Doktor, Doktor. Nein, es war nur noch Belski. Belski, rechtsextremer Zahnarzt. Wie gesagt, noch einmal, ich hatte bis zu meinem 50. Lebensjahr mit Politik, mit Links nie etwas zu tun. Ich war ein normaler Bürger, 2 Kinder und habe eine Zahnarztpraxis aufgebaut. Dann plötzlich kamen Lohnsteuerprüfungen, Hygieneamt, Arbeitsinspektorate, Wiener Schilderverordnung, Finanzamt, also alle möglichen Prüfungen kamen dann ins Haus. Die konnten bei uns in der Ordination nichts finden, weil wir versuchen, das Zahnleid nicht nur durch Worte, sondern durch Taten zu beenden. Und man begann mich in Gespräche, eine bekannte Zeitung, der Standard, also in Österreich eine bekannte Zeitung, der Standard versuchte mich per E-Mail in Gespräche zu verwickeln, ob ich ein Staatsverweigerer wäre. Nach einem kurzen E-Mail-Austausch und der Klarstellung, dass ich nicht einmal weiß, was ein Staatsverweigerer ist, packte man die Nazi-Keule aus. Wieso sage ich die Nazi-Keule? Das war mir bis dato auch noch nicht bewusst. Ich habe das alles sehr genau dokumentiert. Wenn Sie auf die Seite coronadatencheck.com gehen, dann werden Sie dort eine Zusammenfassung finden, wie man in Österreich zum Nazi wird. Ich habe das genau aufgelistet, wie da gearbeitet wird und, und. Ich muss sagen, das war natürlich eine sehr herausfordernde Zeit, aber jetzt nehmen Sie sich einmal diese Mixtur, diese Dinge, die da passieren, einmal zusammen. Du bist ein normaler Bürger, wirst aus dem Leben gerissen, kriegst alle möglichen Prüfungen und schließlich zehrt man dich vor ein Geschworenengericht, wo von 8 Geschworenen 7 dreifach Geimpfte sitzen und die sollen entscheiden, ob der Vergleich Pandemie, Plandemie und Zweiter Weltkrieg eine Verharmlosung ist oder nicht. Überlegen Sie sich einmal, was das für ein Klima damals war. Woher weiß ich, dass 7 der Geschworenen gespritzt waren? Die Richterin las zu Beginn des Prozesses die aktuelle Verordnung vor und es durften im Gericht alle die 3-mal geimpft waren, die Masken abnehmen. Mein Anwalt, Eingeschworener und ich mussten die Masken auflassen, alle anderen konnten die Masken abnehmen. Über das Ergebnis brauche ich Ihnen, glaube ich, von dem Gerichtsverfahren nicht viel erklären. 7-mal schuldig, 1-mal unschuldig. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie sich ein Mensch fühlen muss, der also ganz normal arbeitet, völlig unauffällig, der eigentlich der Gesellschaft positiv beiträgt, indem er Steuern zahlt, und plötzlich beginnt die Welt vor seinen Augen zusammenzubrechen. Diese Entmenschlichung und dann diese Nazi-Verurteilung führten genau zu dem, was es bewirken sollte. Die Familie distanzierte sich, Freunde distanzierten sich. Plötzlich war man ein Außenseiter. Ich bin aber über das Ganze jetzt nicht enttäuscht oder undankbar, weil ich habe viel lernen dürfen, nämlich dass das Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung, wie scheint, viel, viel größer war, als man uns weismachen will, und dass selbst in der jüdischen Bevölkerung gewisse Kreise davon wissen, und dieses Verbrechen versuchen zu decken. Wie ist das gemeint? Auch das habe ich gut dokumentiert auf coronadatencheck.com. Hitler aus nächster Nähe, Aufzeichnung eines Vertrauten. Ich habe hier mehrere, das sind immer Videos dann,
Was sagten die Nazis selbst über ihre Bewegung? Nazis versus Faschist. Ist es eigentlich ein Nazi-Hoax? Wie man in Österreich, das habe ich schon erwähnt, wurden die Nazis jemals besiegt? Hat man Rechts und Nazi als Waffe verknüpft? Zu jedem dieser Blogbeiträge gibt es eine Menge Dokumente und Quellen, zum Beispiel, dass die Nazis Hitler selber gegen Rechts kämpften. Hier sind dann auch noch Quellen und verschiedenste Nachweise. Hier zum Nazi-Hoax, dass die damaligen Covid-Beschränkungen bauten auf Nazi-Gerichtserkenntnissen auf. Das heißt, das, was man bei der Pandemie, für mich Pandemie, angewendet hat, baut auf Nazi-Erkenntnissen auf. Hier, wieso entschädigte man nicht die Nazi-Gegner? Da gab es keine Aufarbeitung, deswegen ein Nazi-Hoax. Verwendet man die Nazi-Keule als Ablenkung? Hermann Langbein, Überlebender von Dachau und Auschwitz, einer von vielen, der sagt, also gejagt wurden die Juden von allen, von den Amerikanern, von den Engländern, von den Franzosen. Ich habe, das habe ich Ihnen schon gezeigt, dann hier wurden die Nazis jemals besiegt, IG Farben, immer wieder die gleichen Technokraten an der Macht, 50.000 Nazis in öffentlichen Ämtern nach dem Zweiten Weltkrieg, hier wieder die Quellen und Sicherungen. Zu guter Letzt noch diese Verdrehung, denn die Nazis waren ein linkes Terrorregime und hier habe ich viele, viele Dokumente zusammengetragen, die also belegen, die Nazi war eine linke Partei von Historikern, wieder ein anderer Historiker. Ein ehemaliger jüdischer Mossad-Agent berichtet, wie man das mit links und rechts framet, damit man später dann also Nazis als rechts titulieren kann. Edward Griffin, Kritiker sollen als Faschisten, Nazis oder Antisemiten diffamiert werden und. Also ich habe hier viele Dinge zusammengetragen. Hier ein Professor Bauer, der also sagt, wie schon vorher erwähnt, die Nazis wurden von allen gejagt. Das Bild, was ich hier gewonnen habe, passt wie die Faust aufs Auge zum Katastrophismus. Sie wissen ja, die Welt wird von zwei großen Gruppen erklärt. Die einen, die also den Urknall favorisieren, die sagen, da gibt es die Evolution und. Und es gibt dann eine sehr große Gruppe, nicht so homogen, eine heterogene Gruppe aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen, die sagt, auf dieser Welt fanden, wie es scheint, immer wieder Resets statt. Und diese Resets sind Ausgangspunkt für eine Neubevölkerung oder für eine neue Ausrichtung der Lebewesen hier. Ich kam durch diese ganzen Recherchen zu dem Buch Shlomo Sand, die Erfindung des jüdischen Volkes, wo also auch ein jüdischer Historiker zu der Erkenntnis kommt, wie scheint, wurde das jüdische Volk so ums 18. Jahrhundert erfunden. Passt wie die Faust aufs Auge zu den Katastrophisten. Mein Einstieg in den Katastrophismus war damals in der Molekularbiologie das humane Genomprojekt, wo, wenn man die Erkenntnisse, die das humane Genomprojekt brachte, laut sagte, man seinen Forschungsplatz verlor oder eben als Nazi diffamiert wurde. So, und wieso mache ich Ihnen jetzt dieses ganze Video und habe Ihnen auch hier diese Nachweise gebracht? Ich bin der Überzeugung, dass das Verbrechen an der Menschheit ein viel, viel größeres ist. Ich habe das Gefühl, dass man hier mehrere Gruppen schaffen will, die Moslems, die Juden, die Christen, die Atheisten, und diese Gruppen versucht gegeneinander aufzuhetzen, um vor einem bevorstehenden Kataklysma oder Reset oder geophysikalischen Ereignis, wie sie das bezeichnen wollen, abzulenken und um danach wieder die Deutungshoheit zu haben nach so einem Event, wo es jetzt darum geht, die Menschheit so gründlich wie möglich zu erfassen, zu digitalisieren, sie sozusagen
in neue Bahnen lenkt. Ich finde es schade, dass man in der jüdischen Allgemeine über solche Themen wenig findet, sondern dass man hier immer wieder Leute stigmatisiert, die zum Beispiel Vergleiche ziehen, die sich für mich heute als nachvollziehbar oder für mich nachvollziehbar sind. Dann noch einmal, überlegen Sie sich, versetzen Sie sich bitte mal in meine Haut und überlegen Sie sich, wie sich das anfühlen muss, wenn du als normaler Bürger plötzlich vom Staat angegriffen wirst. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich wurde auch von der Antifa vor meiner Wohnungstür zusammengeschlagen. Es war eine polizeilich gemeldete schwere Körperverletzung. Ich hatte hier einen Cut. Man hat mich aus dem Beruf aus verdrängt. Haben Sie nicht das Gefühl, dass das die Anfänge waren? Dass es sehr ähnlich, diese Entmenschlichung damals von Juden, und egal ob bei der Pest oder ob bei im Zweiten Weltkrieg, dass man eine Gruppe entmenschlicht? Ich habe das Gefühl, das fand bei den Nicht-Geimpften genauso statt. Dann begann man gegen sie im Untergrund zu arbeiten. Und der Staat hat viele Möglichkeiten, wie er unliebsame Bürger mundtot machen kann. Auch das habe ich belegt durch eine genaue Dokumentation, was mir widerfahren ist. Und dass die Welt in dieser Zeit Hygienelager gebaut hat. Und mir persönlich ist es völlig wurscht, ob diese Lager Gulags heißen, Konzentrationslager, Hygienelager. Wenn man dort Menschen wegsperrt, die eine andere Meinung haben, die sagen, du, das kann keine Pandemie sein, weil das PCR-Verfahren, mit dem kann man nichts suchen, und die dann aufs Schärfste angreifen. Mich würde interessieren, wie Sie sich gefühlt hätten. Also ich verstehe einen Herrn Streck, ich kenne ihn nicht, ich habe auch nichts mit ihm zu tun, ich muss eher sogar sagen, dass ich ihn kritisiert habe bei Corona, aber dieser Vergleich, dass das so begonnen hat, der ist für mich heute nachvollziehbar, denn ich habe es an eigener Haut erlebt. Und wieso mache ich dieses Video? Dass es nie wieder so weit kommt, dass man nie wieder Juden, Moslem, Christen, Atheisten, wen auch immer, dass man nie wieder Menschen in irgendwelche Lager sperrt, nur weil sie vielleicht die Dinge anders empfinden. Ich hoffe, dass das Video so aufgenommen wird, wie ich es gemeint habe, nämlich versöhnlich, die Hand reichend, nicht irgendwie Unruhe schaffend. Gleichzeitig aber möchte ich betonen, dass die Themen, die wir als Menschheit zu klären haben, viel, viel wichtiger wären und interessanter wären, als immer wieder Einzelne zu vernadern oder Einzelne, die nicht in ein Konzept passen, zu stigmatisieren. Denn es geht, wie scheint, um sehr viel. Es geht um unser Bewusstsein. In diesem Sinne, alles Liebe. Wieso schicke ich es nicht an die jüdische Allgemeine? Weil ich das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die eine jede Aussage verdrehen werden. Und dass man auch hier dann wieder Gefahr läuft, dass es heißt, ja, der Belski will was verharmlosen. Und ich kann hier noch einmal nur betonen, es geht mir hier um keine Relativierung, Vergleich, irgendwas zu verharmlosen. Natürlich kann man das Leid der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust nicht vergleichen mit den Anfängen, die jetzt bei der Pandemie stattgefunden haben. Aber es gab auch damals vor dem Holocaust Anfänge. Und diese Anfänge wollte ich hier herausarbeiten. Ich denke aber, dass sehr viele Menschen von der jüdischen Allgemeinen sehr gut Bescheid wissen über Kataklysmen, über die alternative Geschichte der Menschheit, über Punkt, 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 und sie eigentlich nicht interessiert sind an einer, wie soll ich sagen, an einem Erarbeiten, wie die Dinge wirklich sein könnten. Deswegen werde ich das Video nur für euch posten. Ich werde es gar nicht an die jüdische Allgemeine schicken. Vielleicht findet es den Weg dorthin über Umwegen.
Und da ist mir eben wichtig, noch einmal zu betonen, es ist mir bei der Erstellung des Videos um keine Relativierung, um keine Verharmlosung oder um sonst irgendwas gegangen. Nein, im Gegenteil, ich glaube, das Verbrechen an der Versuchsreihe Mensch ist viel, viel größer, als was man uns erzählt. Dass da noch ganz andere Kräfte am Wirken sind, über die rede ich eh viel auf Telegram und Co. Und jetzt ist das Video eben nur für euch da. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und es erinnert uns an eine sehr, sehr dunkle Zeit. Vor allem hoffe ich, dass viele, die selber sich damals haben impfen lassen, sich heute ein bisschen besser in dieses Gefühl hineinversetzen können, wie es damals den Menschen ergangen ist, die sich eben nicht haben impfen lassen und dann plötzlich heute es erlebt haben, diese Entmenschlichung, Hygienelager und, dass das einiges sehr wohl an eine dunkle Zeit erinnert hat, plus körperliche Attacken. Und ja, ich hoffe, dass wir nie wieder so etwas durchmachen werden. Ich wünsche das keinem, egal welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, als was er sich fühlt, ob als Mann, Frau, ich wünsche das keinem menschlichen Wesen. In diesem Sinne, alles Liebe.